Moin Leute, willkommen bei German RC Playground. Heute spontanes Unboxing vom neuen Axial SX10-3 und zwar dem Basecamp. Das ist der Einstiegs-Axial SX10 und den schauen wir uns jetzt mal an. Der ist spontan noch eingetroffen vorm Becher-Treffen in Hemmelsee, das heißt, ich kann ihn damit hinnehmen. Wir werden ihn jetzt hier mitten in den Vorbereitungen, wie ihr seht, die Autos stehen hier alle und was wir mitnehmen wollen. Packen wir den mal kurz aus und dann werden wir den auch gleich mal durch einen improvisierten Parcours testfahren. All das seht ihr nach dem Intro. Ja Leute, willkommen zum Video. So, ich habe die Kamera jetzt übergeben an die Kamerafrau. Wir machen das jetzt mal zusammen hier. Ich wollte es im Studio machen, aber es ist so geiles Wetter. Spontanität ist auch cool. Und der ist, wie ich schon sagte, spontan aufgetaucht. Aufgetaucht ist auch der Infraction Mega. Da steht er. Den sehen wir auch dann demnächst. Der ist auch endlich draußen. Ja, so sieht er aus. Wie man sehen kann, gibt es den auch in Blau und Grün. Die aufmerksamen Zuschauer werden schon gesehen haben, ich habe einen Grün. Der steht nämlich da gerade schon, der Wagen. Den haben wir natürlich schon rausgeholt. Aber einmal für euch den Karton. Hier sind die Features aufgelistet, die der Wagen halt hat. Ne? Ich hab gerade ein Auto getreten. Das den Losi weggekickt. Oh. Das Chassis einmal, wir haben die SLT3 dabei, wir haben den 40 Ampere Brushregler für Crawler, wir haben den berühmten 35 Turns 540er Brush Motor von Dynamite, wir haben lizenzierte Rhino Felgen, der SL315 ist hier drin, das heißt, wir haben direkt DSMR-Kompatibilität, das heißt, ich kann den Wagen direkt an meine DX5 Pro binden, richtig geil. Das S614 Servo ist hier drin mit 15 Kilo, für den Wagen vollkommen ausreichend. Wir haben natürlich hier trotzdem den Metallrahmen drin, wir haben schönen Frontbumper, wir haben Falken, also lizenzierte Falkenräder, und zwar die Wild Peak MT Tires. Die sind allerdings auf der Felge verklebt, das sind keine Beadlocks, wie ich jetzt schon gesehen habe. Ja, da muss man mal gucken, ich will mich diesmal mit dem hier wirklich so beschäftigen, mit Aufbleien und so weiter. Da schauen wir mal, was man dann noch so machen kann. Was gibt die Box noch so her? Hier sieht man nochmal die Daten, was alles dabei ist und so weiter. Und dass wir halt wieder den Grün halt haben. Hier ist nochmal was von den Features. Wir haben die AR45 Portalachsen drin. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Neu an dem Wagen ist eine neue Single-Speed-Transmission. Das heißt, wir können hier nicht schalten. Dafür ist die aber vom Gewicht her runter, die ist Low-Profile gebaut. Optimized Suspension Geometry, das weiß ich jetzt nicht, ob die zum SX10-3 Jeep Wrangler, den wir bei unserem Kanal hatten, anders ist. Und das hier ist wohl ein Tuning-Teil, das ich gar nicht kenne. Metal Panhard Mount. Das sehen wir dann natürlich im Auto, weil, wie ich schon sagte, der Karton weg. Das Auto steht natürlich schon längst hier ausgepackt für euch, Leute. Ja, bis jetzt gab es als SX10-3 natürlich als erstes den Jeep Wrangler. Dann gab es einen Jeep Gladiator. Einen Bronco gibt es auch. Und dann haben die sich gedacht, wir müssen mal was unter 500 Euro machen. Die anderen kosten ja so 599 immer, so UVP. Ne? So, wahrscheinlich bei Shops kriegt ihr das irgendwo billiger, das weiß ich jetzt gerade nicht. Also bieten wir mal was anderes an. Das hier ist quasi so eine Art Sportversion, sag ich jetzt mal. Kriegst du die ganzen Autos weg, die alle stehen? Ja. Ja. So, sehr geil. Hier wurde natürlich, um ein bisschen Kosten zu sparen, auf einige Sachen verzichtet, wie die als alte Getriebe, wo man halt dann die Dickfunktion drin hätte. Dickfunktion, Anja, ist heißt, der kann sich hinten sperren und eingraben. Das ist das, ne? So, so nennt man das halt dick für eingraben, ne? Graben, to dick, so ein kleiner Englischkurs hier. Und schalten können wir hier auch nicht in den zweiten Gang. Und und die Karosserie ist nicht lizenziert, wie man es sonst kennt, aber ich finde, die ist ganz gut gelungen, muss man sagen. Schöner eigener Style, hier sind noch solche kleinen Schützer halt drauf. Aus so einer coolen Folie hier. Hier drüber war auch so eine geile Folie, das fühlt sich lustig an. Machen wir die mal alle weg. Ich finde, die Karosserie sieht so ein bisschen aus wie irgendein so ein Toyota Jeep. Hinten die Ladefläche ist auch matt gehalten. Schauen wir uns gleich mal im Problem an. Das ist cool, wenn man die Kamera sich auch selber bewegt. Ich muss keine Nahaufnahmen machen, das ist echt schön, dass du dabei bist. So, hier ist das ein bisschen matt gehalten, die Ladefläche. Graue Aufkleber, okay. Wenn die durchsichtig gewesen wären, vielleicht ein bisschen cooler gewesen oder dunklere Scheiben, aber das sieht auch so ganz cool aus. Ne, ein paar Lizenzaufkleber drauf, so. Ja, ganz schlicht gehalten. Schicker Einstiegs, wabbelig und so. Einstiegskarosserie. Schöner Frontgrill hier. Ja,
gibt es definitiv schlimmer. So, und hier haben wir den SCX-10-3 in der Basecamp-Version. Wie man sieht, schwarz in schwarz aus, sollen wir was Helles drunter legen? Kann man nicht sehen. Also schlecht. Also? Jetzt bin ich zu klein. Dann film von der Seite, du musst nicht von oben filmen. Okay. So, auf den Wunsch der Kamerafrau kann man das jetzt wahrscheinlich besser sehen. Wie man sieht, ist das Auto ein bisschen nackter gehalten als die anderen Versionen. Wir haben hier nicht die Fender drin, die wurden halt auch ausgespart quasi. Aber ich bin mir sicher, dass man diese auf jeden Fall sich easy als Tuning-Teil einbauen kann. Auch hier vorne ist ja normalerweise so ein Scale-Teil über dem Servo gewesen, um den Motor zu ver... Nee, Quatsch, der Motor ist ja da. Auf jeden Fall, um das hier alles ein bisschen zu verbergen, als wenn hier das Aggregat wäre, ein Fake-Aggregat quasi. Das haben sie weggelassen. Dafür haben sie die Dämpfer auf jeden Fall, erinnere mich der Meinung. Also die Kappe hier oben ist anders auf jeden Fall. Ja, hier der Regler, der Empfänger, nicht in der Box. Ich glaube, der war aber vorher auch nicht in der Box. Genau, weil bei den anderen Varianten haben wir ja den Kombinationsregler drin, wo die Empfängereinheit im Regler drin ist. Aber haben sie hier schön angebracht, sauber verkabelt alles. Oh je, Leute. IC3 sehe ich gerade. Leider ist hier kein IC5. Jetzt muss ich gleich mal eben checken, sonst ist das Ganze mit dem Parcours sowieso hinfällig, weil ich den Wagen nicht fahren kann. Wir haben so fleißig gebaut. Ja, da muss ich vielleicht sogar gleich nochmal umlöten, damit wir euch den Parcours, das machen wir auf jeden Fall. Entweder passt es oder es passt nicht. Ich habe den Adapter dafür, mal schauen. Ja, ansonsten, ja, fühlt sich gut an. Überall Metall-Links auf jeden Fall, die noch zum Teil einstellbar sind. Hier ist dieses Metall-Tuning-Teil. Das ist mit dieser Querstrebe hier verbunden. Keine Ahnung, was das bringt. Nee, Quatsch, mit dieser hier hinten. Die da, siehst du, diese hier, damit ist es verbunden. Das hier ist ja die Lenkung. Ja. Da ist sie verbunden. Wir haben natürlich komplett Kugel gelagert. Hier sind die Portalachsen. Das ist scharf. Ja. Da. Ich denke mal, das hat irgendwas mit der Chassisverstrebung zu tun. Ja, Leute, wie gesagt, ich bin, was das angeht, wir haben natürlich einige Crawler hier gesehen, aber bin ich ein totaler Noob. Aber ich finde es richtig geil, dass ich euch den vorstellen kann. Vor allem so schnell, der ist ja gestern erst vorgestellt worden. Ja, das sind die Räder. Sehr groß geraden, 1,9 Zoll sollen die sein. Und die fühlen sich... Wie fühlen die sich denn an? Weiß egal, ob die sich gut anfühlen, ne? Aber die fühlen sich gut an, sag ich dir jetzt mal so. Ja, aber weil du das immer in den Videos sagst, wollte ich sie einmal kurz anpassen. Hier sind noch ein paar kleine Scale-Accessoires. Hier, sag mal, so kleine Schäkel sind hier dran. Und ich finde, der Grill, der sieht geil aus. Hier kann man sich auch gleich LED-Lichter einbauen, wie man sieht. Wenn man das möchte. Schauen wir mal hinten. Hier sind auch kleine Schäkel. Sehr cool. Von unten. Der Rahmen ist auf jeden Fall beim Radstand auch veränderbar. Und natürlich kommt man mit der Links dann vielleicht nicht unbedingt hin. Aber das ist ja. Die Skipplate hier ist ja mit der Transmission zusammen. Die ist dann, glaube ich, auch auszuwechseln, wenn man da was verändern möchte. Ja, natürlich haben wir hier gesperrte Achsen, ist ja klar. Die berühmten Kardanwellen von Axial. Wir haben die Möglichkeit, zwei Akkufächer zu fahren. Hier hinten haben wir eins für Standard-Lipos, das auch voll ausgezogen ist. Wir können aber auch Shorty-Lipos fahren, hier in diesem Akkufach. Die sind auch, die sind recht flexibel. Ich glaube, das haben sie verändert. Das war damalig, glaube ich, auf jeden Fall nicht so. Motor mit der Slipper-Kupplung da drinne. Geht man davon aus, dass eine Slipperkupplung. Die Bumper lassen sich ein- und ausziehen. Ich habe gerade gesehen, wenn die vordere, wenn die Karo drauf ist, wie auch schon ein paar anderen Videos gesehen, das ist eventuell sehr dicht dran. Das ist vielleicht gar nicht mal schlecht, den Bumper ein Stück rauszuziehen. Regler ist 2 bis 3S fähig. Wir haben hier zwei Jumper drin. Siehst du die hier? Ne? Der eine Jumper ist für die Drag Brake. Ob die 100% oder 50% halt hat, also sie ist auf jeden Fall immer da, deswegen habe ich auch gesagt, das ist quasi ein Regler für Crawler. Und natürlich, ob wir Lipo oder Nymph fahren. Der ist natürlich auf Lipo gestellt, so hat er einen Cut-Off. So, wo können wir den Cut-Off erlesen? Im Zubehör. Schauen wir uns mal eben an. Was bekommt denn der Käufer, weil das Auto richtet sich ja auch zum Teil an Einsteiger im Crawler-Bereich. Ups, die Horizon-Card ist weggeflogen, aber das ist ja mal die gleiche. Ja, wir haben hier eine typische Axial-Anleitung, wo mehreren Sprachen alles erklärt ist, wie gehen wir mit dem Crawler um und so weiter. Hier ist auch nochmal erklärt, was man mit dem Regler macht. Wenn man die Jumper zum Beispiel oben rausnimmt, hat man den Forward Brake Reverse Modus, und wenn er halt drin ist, hat man halt Bremse und wie der Lipo
aufzusetzen ist. So, einen 40 Ampere Regler haben wir hier. Wir können auch 2 und 3S fahren. Das sieht man natürlich hier, steht aber auch ein Regler drauf. Ja, hier ist einmal auch halt, wenn man auf Standardachsen geht, ist hier auch beschrieben, was man dann zu ändern hat und so weiter. Das ist auch auf jeden Fall nützlich. Und ganz nützlich, Leute, wenn ihr es schafft, an einem Crawler was kaputt zu machen, auch hier hinten haben wir schöne Explosionszeichnungen, ganz klar gedruckt, mit den Artikelnummern von Axial, wie ihr dann entsprechend euch alles besorgen könnt. Und ich sehe gerade, die Slipperkupplung hat der, glaube ich, gar nicht, weil das ist einfach hier nur noch auf den Adapter geschraubt. Braucht er dann wohl auch nicht. Ja. So viel dazu. Was ist bei dem Auto noch bei? Natürlich eine Fernsteuerung. Da ist hier die SLT 3 bei. So, da der Regler auch nicht smartfähig ist, ist es auch halt nicht nötig, dass hier die DX3 bei ist. Wir können ja, wie gesagt, auch einfach eine DSMR-Fernsteuerung dran bauen. Ja, die kennen wir, die bietet alles, was man braucht. Auch noch einen Throttle-Limiter, wenn man den noch langsamer machen möchte. Ja, ich finde die super gut. Ich habe ja schon mal erklärt, die Kamera beerbt die berüchtigte Taktik-Funke. Hat das gleiche Protokoll. Und der Empfänger ist Dual-Channel, das heißt, er kann einmal auf SLT funken und einmal auf DSMR. So, die liegt ja vielen, vielen Horizon-Autos bei. Und ja, vollkommen okay für mich, dass diese Fernsteuerung bei dem Auto dabei ist. Und, richtig cool, Axial liefert auch immer Batterien mit. Und siehe da, wir haben hier noch so ein paar kleine Teilchen drin. Das sieht aus wie Kolbenplättchen und einen kleinen Metallradschlüssel. Auch sehr nützlich. Gut. Mehr gibt es über den Basecamp erstmal gar nicht zu berichten. Wie gesagt, wer Bock hat, in die Axialwelt einzusteigen, das ist auf dem Scale-Chassis, dem SCX-10-Chassis in der dritten Generation die beste Möglichkeit. Die haben auch hier, dann falls ihr karosserietechnisch auf was Lizenziertes übergreifen wollt, auf andere Axial-Karosserien und so weiter, oder halt Proline und so weiter, haben die hier die universellen Karohalter bereits eingebaut, also klassisch mit Pins oben rein. Das ist angebracht, aber wir sehen auch hier diese Öffnung. Das ist ja dafür da, für die verborgenen Karosseriehalter, die zum Beispiel die Jeep Wrangler Karosserie halt hat. Wenn man sagt, oh, ich will nicht mehr dafür holen, ich will den erstmal so fahren, gucken, was ich machen will. Und wenn man sich dann doch für die entscheidet, dann kann man die, ne, dann mit der Käfigfunktion da reinbauen und hat dann die Karosseriespende verdeckt auf jeden Fall. So, ich habe ein 3S am Ladegerät, Leute. Wir schauen mal eben, was, ob das alles so läuft, ob ich den Wagen in Gang kriege. Und dann, Schatz, führ mal zu dem Parcours, den ich aufgebaut habe. Da hinten, mitten im Bash-Spot, noch nicht Bash-Spot, ist ein ideal auf Kamerahöhe für dich gebauter Spot. Nicht schlecht. Den gucken wir gleich mal, wie der Wagen sich da schlägt. Ne? So, hab's geschafft. Ich habe natürlich die Verlängerung, die Smart-Verlängerungskabel für die Ladegeräte. Damit kann man natürlich auch den Nipol dann anschließen an den Wagen. Ja, ist ja klar. So. Das ist die voll durchgezogen mit 3S. Geht natürlich voll in die Eisen, nicht die Drag Brake. Ja. Ich denke, das geht klar. Gut, dann will ich mal den Parcours hier bewältigen, den Frauchen und Schwager hier aufgebaut haben. Und das Kind. Und das Kind. Ein Kind, ja. Wow. Ui. Also abgerollt. Ja. Da habe ich noch gedacht, dass das rutschig ist. Die Tische muss ich eigentlich einpacken, die sind ja mit für Hemmelsee. Ah, da kommen die Reifen an die Karo. So, jetzt kommt die erste schwierige Stelle, da kann er ja einsinken. Aber souverän gemeistert. Sieht auch total stabil aus. Auto ist bestimmt noch kaputt gleich beim Fürstbrunnen. Kann passieren. Dann wollte ich über Gipskarton fahren. Ja. Der wiegt bestimmt 10 Kilo, der Wagen. Ist okay. Wiegt natürlich nicht, er ist extrem leicht, Leute. Hauptsache der Hund sitzt nicht da drunter. Oh, hier sind ja sogar Lappen eingebaut. Ja. Und Rampen hier, Leute. Ich fahre da die Rampen mit dem Crawler. Ja. Auch nicht so, wie ihr denkt. Ja. Geschafft. Stage 1 schon mal geschafft. Ah, da ist noch eine andere Auffahrt. Groupies klatschen. Bist du mein Schatz? Hast du gut gebaut. Da
Ja, alles zusammengekramt, was sie gerade gefunden haben, wa? Ja, wir haben. Oh, da ist so das. Ah, ich dachte, vielleicht hätte es schaffen können. Nee. Oh! Das ist ja krass. Das ist also eine Katze. Der hat eine Aufriegfunktion eingebaut, heftig. Aber ich habe auch eine Sache an den Parcours selber gebaut, Leute. Und zwar, ihr kennt ja alle mittlerweile Olli. Oh, und, warte. Alles klar. Und ich bin ja der Meinung, der ist immer noch ganz toll in der Lage, in den Kofferraum zu springen. Da läuft er übrigens. Ach, das Video wird jetzt nicht crashen, oder was? So. Was wollt ihr von mir? So, das ist eine Hunderampe für den Kofferraum. Die habe ich da extrem steil hingestellt. Aber die hat ja so, ich sag mal, Grippapier drauf. Mal gucken, ob er das schafft. Ob er da sich festhalten kann. Nee, war klar. Mach sie doch nicht so schräg. Ich muss sie mal umpositionieren. So, nur ein Stück rüber gewandert. Ja, lässt sich sehr gut dosieren. Die Drag Brake funktioniert wunderbar. Kommst du auf der anderen Seite dann runter? Der muss doch so. Das habe ich ja gerade vor, da irgendwie rüber zu fahren. Eigentlich klemmt das fest. Wenn wir das richtig gemacht haben. Hui! Eine sehr Rutsche! Sehr geil. Sehr geil. Ja, sehr cool, dass ich den für euch testen kann, Leute. Gestern noch auf dem Heimweg mir die Videos dazu angeschaut und den cooler, geil. Das könnte ja mein neuer Crawler sein. Und Tag später kann ich euch hier vorstellen, unglaublich. Das ist nicht so schnell. Okay. Fahr nochmal hoch, dass du so gegen mich fährst. Gegen dich? Das Gefühl, so rum lenkt er nicht ganz so weit ein wie andersrum. So lenkt er so weit. Ja. So lenkt er so weit. Ja. Das schauen wir uns dann alles mal an, wenn wir den. Das ist das Kind angefahren. An die DX5 binden. Geht auf jeden Fall gut auf der Schräge. Komm. Gut, Leute, das war kleine Vorstellung und erste Testfahrt mit dem Axial SCX 10. Ich muss jetzt den Anhänger weiterpacken. Morgen geht es aus Bessertreff in Hemmelsee. Also wenn ihr das Video seht, bin ich auf dem Weg dahin. Und vielleicht schon da. Und dann werden wir den Wagen natürlich da auf dem. Mal gucken, was sie da für Crawler so bereitgestellt haben. Dann werden wir natürlich auch da fahren. Und ja, wenn man das Video morgen seht, kommt vorbei. Also wenn ihr da seid oder hinkommt, kommt vorbei, ihr könnt euch den Wagen angucken. Guckst du mich so an? Nee, ich guck dich gerne an. Jetzt guckt sie gerade verliebt mich an. Ja. Ja, alles klar, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, ich freue mich richtig darauf, über den Wagen zu haben. Und ja, mal gucken. Wir werden natürlich wieder die ganzen Spots aufsuchen, die wir bei den anderen Crawlern aufgesucht haben. Schön durch den Wald und so weiter halt. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Grün in grün. Ja. Tschüss. Bis morgen.